Ja, liebe Hedwig, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns das Podium bietest, unsere Bücher hier vorzustellen. Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir hier sprechen dürfen. Eingeladen, einen Vortrag zu halten über wertevolle Sexualerziehung im ganzheitlichen Kontext. Im ganzheitlichen Kontext deshalb, weil wir eine Buchserie herausgeben, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und die Werteerziehung beinhaltet. Ich zeige einfach mal die Bücher. Wir haben vor 5 Jahren unseren Verein gegründet, nur damit das mal sichtbar wird. Das sind die 7 Bücher, die wir von 13 Büchern insgesamt herausgegeben haben. Wir machen das bis jetzt im Eigenverlag bei Amazon und haben im letzten Herbst noch nach 2-jähriger Arbeit auch alle Bücher digital gestellt. Wir sind da zuerst vorsichtig gewesen. Jetzt mit der Corona-Krise sind wir natürlich dankbar, dass wir das haben, weil das einfach, sagen wir mal, unerlässlich geworden ist. Wir müssen diese Bücher einfach auch in der Form anbieten. Die Vorteile davon, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich bin erstmal sehr dankbar, dass Tabea Freitag so einen wunderbaren Turm aufgebaut hat, so wunderbare Bilder am Ende ihres Vortrags eingebaut hat. Diese Liebe, die ein Leben lang gelernt werden muss, das ist genau das Thema unserer Bücher. Und ich möchte noch vorab kurz sagen, wir sind jetzt keine Experten für Werteerziehung, sondern der Vortrag ist wirklich aus der Sicht von Müttern entstanden. Wir haben vor 5 Jahren diesen Verein gegründet, weil wir Ende 2013 mit dieser Buchserie benannt wurden. Und wir haben sofort gesagt, das hätten wir auch haben müssen für unsere Kinder, die zu dem Zeitpunkt schon, ich sage mal vorsichtig, aus dem Gröbsten raus waren. Und das war die Motivation für unsere Arbeit. Und ich muss sagen, es ist es auch heute immer noch. Wir haben also uns damals große Sorgen gemacht, weil wir natürlich den Trend misstrauisch begleitet haben, dass die Erziehung immer mehr außer Haus verlagert wird, von den Eltern weg. Gleichzeitig, dass diese mediale Beeinflussung so extrem stark ist und diese Gendererziehung natürlich auch dazu beiträgt, dass das, was Eltern eigentlich für ihre Kinder wünschen, überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt, beziehungsweise dass da eine Kultur ist, der man gar nichts mehr entgegensetzen kann. Gleichzeitig kommt eben hinzu, dass die von Seiten der Politik den Familien auch ein extremer Wind ins Gesicht weht, sodass wir gesagt haben, da muss man einfach was tun. Ja, und in dieser Grundstimmung, die wir hatten, sind wir also auf die Bücher gestoßen. Und ich will jetzt kurz nochmal die Motivation etwas erläutern. Was wollen wir für unsere Kinder? Natürlich, alle Eltern wünschen ein gelingendes, lebenswertes Leben, Familie, Gesundheit, Beruf. Führen, du kommst nicht in die nächste Folie rein, Entschuldigung, wir müssen noch mal gucken. Jetzt haben wir die Probleme am Anfang. Andrea, was ist los? Tut mir leid, ich muss noch einen Moment warten, die Folien gehen nicht weiter. Ja, vielleicht spreche ich trotzdem weiter, sonst sitzen wir hier noch in einer Stunde. Da haben wir es. Also das hört sich jetzt ein bisschen platt an, ein sinnerfülltes Leben. Aber wenn man Gesundheit, meinen wir natürlich hier im umfassenden Sinn von physisch, seelisch und geistig. Und da wird das natürlich schon in einer ganz anderen Tiefe sichtbar, um was es hier gibt. Wir haben ja auch schon am Anfang gehört, was es für psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen gibt. Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Was sind die Voraussetzungen? Aus unserer Sicht, das ist ja auch heute in allen Vorträgen rausgekommen, ist eine gute Eltern-Kind-Bildung sehr wichtig. Ich habe dahinter SQ geschrieben, das werde ich in der nächsten Folie erklären. Intellektuelle Bildung, der Intelligenzquotient, das ist natürlich naheliegend. Und das dritte ist Charakter- oder Herzensbildung. Da habe ich schon mal EQ hintergeschrieben, weil das natürlich heute unter dem Begriff emotionale Intelligenz oder soziale Stärken viel besser zu verstehen ist. Ich habe Charakter oder Herzensbildung da reingenommen, weil das eigentlich ist ein Begriff aus der Goethe- und Schillerzeit. Und Wilhelm von Humboldt hat auch schon von der Bildung des Gemüts gesprochen. Das ist also überhaupt nichts Neues, ist aber heute eigentlich interessanterweise in der Pädagogik immer noch kein großes Thema. In den 90er Jahren ist das in Amerika noch mal hochpopulär wissenschaftlich aufgearbeitet worden von Daniel Goleman, der ein Buch über den emotionalen Quotienten geschrieben hat. Aber ist auch über verschiedene Bücher, limbisches System und sowas nach Deutschland gelangt. Aber in der Bildung ist es aus unserer Sicht immer noch nicht angekommen. Und Eltern sind
sehr dahinter her, dass ihre Kinder eine intellektuelle Bildung erhalten. Vielleicht spricht man noch über digitale Bildung, aber das hat ja erstmal gar nichts mit den Inhalten zu tun, sondern das geht ja erst nur allgemein um Wissensvermittlung. Und wenn wir jetzt zum nächsten Bild kommen, ich habe diese Sachen, die hier etwas theoretisch sind, mal versucht in ein Bild zu fassen. Wenn man die reife Persönlichkeit hier mal als das grüne Herz sieht, dann gehören zum Menschen einmal die kognitiven Stärken, wie Lernfreude, Wissen, Kreativität, das, was jedem auch geläufig und naheliegend ist. Dann die emotionalen Stärken, wie Freundlichkeit, Selbstkontrolle, Empathie. Und als drittes die spirituellen Stärken. Und die habe ich verbunden, wenn man an die letzte Folie denkt, mit den Eltern. Und zwar aus dem Grund, weil Eltern, das ist ja auch überall rausgekommen in diesen Vorträgen, sind, bilden den liebenden Überbau, um dem Kind ein Urvertrauen mitzugeben. Das Kind kann, wenn es ein liebendes Elternhaus hat, mit einer positiven Grundhaltung ins Leben hineinwachsen, lebensbejahend werden und sich als nützlicher Teil des Ganzen fühlen und Sinnhaftigkeit entwickeln. Also man kann sicher sagen, dass wissen wir ja auch aus dem, was in der Bindungstheorie gebracht wird, dass eine gute Eltern-Kind-Bildung die Voraussetzung für die Reifung der Persönlichkeit ist. Und die Eltern setzen ja nun viel früher an, als das Kind in die Schule kommt. Das Kind kommt ja frühestens kommt in den Kindergarten mit 3, mittlerweile wird es immer früher. Aber das, was den Eltern kann, erstmal an Grundvertrauen mitgegeben wird, an Grundoptimismus, kommt sicher aus dem Elternhaus. Und hier möchte ich auch nochmal auf das zurückkommen, was Tabea Freitag am Schluss erwähnt hat, was so wichtig ist. Eltern haben eine geistliche Autorität über ihre Kinder. Und ich glaube, sie sind sich nicht immer dessen bewusst. Und diese geistliche Autorität müssen wir lernen, mehr im positiven Sinne zu nutzen. Und wir dürfen das auch. Und zwar, wenn wir diese drei Dinge sehen, diese Anteile des Menschen, diese geistigen Anteile, der Intelligenzquotient ist gut und richtig, aber auch Leute wie Hitler und Stalin hatten einen hohen Intelligenzquotient. Und auch der emotionale Quotient kann durchaus manipulativ verwandt werden und verwendet werden. Das wissen wir aus dieser Persönlichkeitsdarstellung dieser Missbrauchstäter. Und das wissen wir aber auch zum Beispiel von Politikern. Wenn man heute manche grünen Politiker sieht, die nur mit Emotionen praktisch Wählerstimmen fangen. Wir brauchen also ein Korrektiv durch ein Menschenbild, was dahinter steht. Und Eltern sollten wissen, was sie ihren Kindern mitgeben. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, angesichts dieser verrückten Zeit, in der wir heute sind, das ist ja auch verschiedentlich schon angeklungen. Mir hat das auch gut bei Frau Dr. Kastner gefallen, dass sie immer vom Hausverstand gesprochen hat. Man fragt sich ja manchmal, was ist überhaupt noch normal, wenn man das hört mit Polyamie und allem. Wir müssen als Eltern zumindest wissen, welches Menschenbild liegt der Erziehung, die wir unseren Kindern mitgeben, zugrunde. Und zwar, ich will es mal mit anderen Worten sagen, bin ich Schöpfer meiner selbst und entwickle immer neue Identitäten oder bin ich Geschöpf in einer von Gott geschaffenen Schöpfungsordnung und lerne in Freiheit da hineinzuwachsen, was mir an Potenzialität mitgegeben ist. Anders gefragt, vervollständige ich meine menschliche Natur oder befreie ich mich von ihr? Ich habe das hier so schwerpunktmäßig reingenommen, weil uns beschäftigt im Moment unglaublich diese neue Gesetzgebung, die auf dem Weg ist, dass transsexuelle Kinder mit 14 frei entscheiden sollen, welches Geschlecht sie wählen dürfen. In Amerika ist die Entwicklung wie immer schon etwas weiter vorangeschritten. Biden ist ja schon so weit, dass er sagt, Kinder ab 10 Jahre sollen auf Zuruf entscheiden, wer sie sein wollen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Eltern sich darüber im Klaren werden, wenn sie zu einer Erziehungsliteratur greifen oder auch wenn sie so aus dem Herzen heraus erziehen, was ist das Menschenbild, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, damit sie eine reife Persönlichkeit entwickeln werden. Und wenn man ein Menschenbild befreit von dem, was ihm von Natur aus mitgegeben ist, dann glaube ich, dann ist, wird der Mensch, wenn ich also frei darüber entscheide, dann wird es letztlich dahin ausatmen, dass der die Macht über jemanden hat, entscheidet, was Menschen zu tun haben. Und dann kommen wir wieder in autoritäre Regime. Es ist also die Frage, ob wir auch letztlich von einer höheren transzendentalen Ebene unsere Menschenwürde beziehen. Ich habe jetzt hier bewusst die Religion weggelassen. Unsere Bücher sind religionsübergreifend geschrieben. Aber optimal ist natürlich auch, das möchte ich nach Rande erwähnen, wenn Eltern nicht nur ein Menschenbild vermitteln, sondern auch ein Gottesbild. Aber das würde hier zu weit führen. Jetzt zum
nächsten Bild. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Dass ein Bildungsnotstand herrscht, das ist vielen klar, aber ein Erziehungsnotstand, das ist nicht immer unbedingt so klar. Und ich finde positiv, dass 70% aller Jugendlichen im Grunde sich immer wieder für Ehe und Familie entscheiden. Das kommt also in allen Shell-Studien, die regelmäßig abgehalten werden, zum Erschrecken der heutigen Sozialforscher oder die heute das sagen, des heutigen Mainstreams, sagen wir es mal so, ist es immer noch so, dass Jugendliche gerne heiraten wollen und Kinder kriegen wollen. Also ich würde mal sagen, das natürliche Gesetz ist, oder das natürliche Menschenbild ist, denn ist auch einem Kind ins Herz geschrieben. Aber die Wirklichkeit ist leider so, dass 40% aller Ehen scheitern. Und daraus resultieren aus unserer Sicht zum großen Teil eben auch viele Erkrankungen und psychische Fehlentwicklungen und vor allen Dingen die Verletzungen des Körpers und der eigenen Person, weil einfach weil die Rahmenbedingungen und die Vorbilder nicht gegeben sind. Jetzt kommt natürlich aus dieser Situation, dass die Gesellschaft uns, ich sag mal, förmlich um die Ohren fliegt. Man ist ja wirklich noch, ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck dieser letzten Vorträge. Das ist ja furchtbar, was man da hört. Der Ruf nach Werten ist, da besteht noch Einigkeit drüber. Ansonsten ist die Gesellschaft aber sehr gespalten und es gibt überhaupt keinen Konsens über Werte. Tugenden gelten generell als uncool und christliche Werte schon mal per se. Da weht uns ja als Christen auch, das können wir ja sagen, der Wind sehr ins Gesicht. Und die mediale Welt, das brauche ich ja hier nicht mehr weiter auszuführen nach den Vorträgen, die ist ja kontraproduktiv. Das ist ja wirklich eine Gegenkultur zu dem, was man natürlicherweise für seine Kinder wünscht. Ich habe also, man könnte sagen, wir haben eine Entgrenzung in einer permissiven Welt, wo Materialismus, alles haben, Individualismus nur für mich und Relativismus, alles ist erlaubt. Das ist heute das Bild, was wir erleben. Ja, was kann man tun? Jetzt kommt unsere Buchserie endlich ins Spiel. Frau Vollmer ist die Autorin unserer Bücher und sie ist ungefähr 1940 geboren und Mutter von 7 Kindern. Sie ist Präsidentin der US-amerikanischen Allianz für Familie und der lateinamerikanischen Allianz für Familie. Sie war jahrelang mit im päpstlichen Rat für Familie. Ich glaube, sie hat ihn so mitgegründet. Und sie hat schon 1984 begonnen, auf die Suche nach neuen Methoden für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu gehen. Sie kämpft seit langem für die Stärkung der Familien und ist der Überzeugung, dass die Entfremdung von den Eltern eine der Ursachen für den Wertverlust und die Probleme junger Menschen ist. Man muss natürlich dabei sagen, das ist schon aus unserer Sicht sehr früh. Also wir haben es zumindest, wir sind auch etwas jünger, aber sehr spät gemerkt, was läuft. Bei uns sind die Probleme vielleicht heute oder werden erst heute sichtbar, die in Südamerika, man muss noch dabei sagen, das habe ich vergessen, sie ist also in Kalifornien geboren und hat halt französische Wurzeln und lebt aber seit mehr als 40 Jahren in Venezuela. Und die Bücher, daher auch Präsidentin der Lateinamerikanischen Allianz für Familie. Und sie hat uns am Anfang, als wir den Verein gründeten, einmal besucht, als sie in Europa war, und hat uns eindrücklich erzählt, dass sie selber als Jugendliche, das muss ja schon in den 50er Jahren gewesen sein, abgestoßen war von der Sexualerziehung in den amerikanischen Schulen. Und sie hat dann natürlich, als sie in Südamerika war, noch viel mehr diese Probleme gesehen, die aus dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung gekommen sind. Kinder als Konsumenten, die Medien, die Werbeindustrie, alles das und die Kulturrevolution der 68er, alles das, was wir heute gehört haben. Und sie hat eben aufgrund der Verhältnisse in Südamerika, wo ja, sagen wir mal, die Städte sehr verslammt immer schon gewesen sind, die Armutsschere sehr viel größer ist, gar keine Mittelschicht ist und zum Beispiel in den Großstädten sehr viel alleinerziehende Mütter auch lebten, weil die Väter einfach immer weg waren, um überhaupt irgendwie was zu essen zu kriegen oder vielleicht auch gar nicht in der Lage waren, Bindung und Liebe aufzubauen. Also sie hat das jedenfalls früh erkannt und hat dann angefangen, eine Pädagogik unter Einbeziehung neuester Erkenntnisse in Psychologie und Hirnforschung zu entwickeln. Sie hat also erstmal versucht, theoretische Grundlagen aufzustellen und hat ein interdisziplinäres Team von Lehrern, Psychologen und Sozialwissenschaftlern zusammengestellt und hat angefangen, mit diesen
auch Co-Autoren, die noch genannt werden, zu untersuchen, was man braucht. Und zwar hat man nachgeguckt, welche Werte fehlen besonders in sozial schwachen Familien und das verglichen mit Werten, die in sozial starken Familien, ethnischen Gruppen oder Gemeinschaften gelebt werden. Ich habe hier in unvollständiger Zahl einfach mal ein paar Werte aufgeschrieben, das überspringe ich jetzt. Dann hat man verschiedene Ecksteine, die ich jetzt erläutere, mit hineingenommen in diese Pädagogik. Man hat also die positive Psychologie aufgenommen, die sich mit dem Aufbau von Stärken statt Vermeidung von Schwächen besonders beschäftigt. Wer seine Kinder mal im angelsächsischen Raum in der Erziehung hatte, weiß, dass man da sehr darauf achtet, dass man Kinder fördert und nicht so auf ihren Schwächen rumreitet, um sie also auch in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Es ist dann die positive Psychologie stammt schon aus den 50er Jahren, aber wurde in den 90ern, also genau in der Zeit, wo diese Bücher entwickelt wurden, auf eine wissenschaftliche Basis gestellt von Martin Seligman und Angela Duckworth, ich glaube Universität Pennsylvania. Und man hat eine Strukturierung dieser Charakterstärken vorgenommen und Tugenden, die man braucht. Also man hat kognitive Stärken, emotionale Stärken, interpersonale Stärken, also diese sozialen Stärken könnte man sagen, zivile Stärken und Stärken der Selbstregulation auch sehr wichtig. Bei WH Freitag habe ich das auch noch sehr präsent als das, was man fördern muss und spirituelle Stärken. Das, was also auch, wenn man sich erinnert, in unserem Dreieck, unserem grünen Herzen schon vorgekommen ist. Ja, die hat man also mit einbezogen. Dann hat man das als nächstes Thema, nächster Eckstein, Willensstärke durch Belohnungsaufschub, auch ein sehr wichtiges Thema. Walter Michel ist ein österreichisch-US-amerikanischer Persönlichkeitspsychologe. Er ist in den 1930 in Wien geboren und zog dann mit seinen Eltern vor den Nazis nach Amerika geflohen und hat praktisch an allen großen Universitäten in Amerika gelehrt. Ich glaube, dieses Marshmallow-Experiment, wo ich jetzt von sprechen werde, ist Erziehern zumindest bekannt. Er hat also am Stanford Campus hat er 4 Jahre alte Kinder in der Vorschule untersucht. Und zwar hat er sie einzeln in einen Raum gesetzt und die Versuchsleiter haben die Kinder vor einen Teller mit einem Marshmallow gesetzt. Wenn wir nochmal zurückgehen, das ist so schön bei dem Bild, wo er da drauf ist. Das war also sein berühmtes Marshmallow-Experiment. Und er hat den Kindern gesagt, wenn ihr wartet, bis die Glocke schellt, dann bekommt ihr 2 Marshmallows. Wenn ihr es nicht aushaltet und als euch vorher meldet, das ist leider nicht 2, aber ihr kriegt das eine natürlich, was da ist. Und was interessant war, er hat dann nach 10 Jahren diese Kinder nachuntersucht und festgestellt, dass diejenigen, die am längsten warten konnten, hatten die höchste Frustrationstoleranz, Stressbewältigungsfähigkeit, Widerstand gegen Versuchung und Leistungsfähigkeit. Also Willensstärke durch Bedürfnis oder Belohnungsaufschub ist ein enormer Grundstein, um akademisch, emotional, sozial erfolgreich zu sein, also eigentlich in sein Leben hineinzuwachsen. Das ist ein wichtiger Punkt, der heute leider auch in der Erziehung nicht mehr so berücksichtigt wird und wieder hervorgehoben werden sollte. Ja, ein weiterer wichtiger Eckstein ist der Wille zum Sinn, die Sinnfindung. Viktor Frankl. Viktor Frankl ist Neurologe und Psychiater und gilt als Vordenker der Resilienzforschung, obwohl er selber da nie von gesprochen hat. Er hat also sehr, sehr schwere Zeit in Auschwitz durchgemacht. Er ist also als Jude ist er auch nach Auschwitz gekommen und hat also wirklich unter widrigsten Umständen überlebt und hat also eigentlich deshalb überlebt, weil er so dafür gebrannt hat, sein Buch, was er also schon in Notizen fertig hatte, mitgenommen hat in Auschwitz. Und ich glaube, es ist ihm ein Mantel eingenäht, weggenommen worden. Und er hat dann also geistig versucht, das immer wieder zu repetieren und hat also es geschafft, es nach dem Krieg auch zu veröffentlichen und ist weltberühmt damit geworden. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Er spricht davon, das möchte ich auch gerne zitieren, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Man kann dem Menschen alles nehmen, nur die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Also das ist eigentlich sehr schön, weil er sagt, der freie Wille, egal wie auch immer, was in meinem Leben passiert,
Leidensfähigkeit gehört dazu zum Inventar geistig-seelischer Reife, aber das Schicksal ist gestaltbar in jeder Form, egal was auch immer mir passiert. Und da deutet er auch schon eigentlich die transzendentale Menschenwürde an, die in Freiheit Verantwortung zu übernehmen und dem Leben einen Sinn zu geben. Das wird jetzt abgerundet im nächsten Schritt, Anthropologie der Liebe. Nach Johannes Paul II. Ich habe mich gefreut, dass das am Anfang dem ersten Vortrag auch angeklungen ist, ich glaube bei Herrn Sellner. Ja, so wie Frankl gebrannt hat für die Sinnfindung im Leben, hat Johannes Paul II. Eigentlich für das geworben, für das gebrannt, was Tabea Freitag die Liebesfähigkeit entwickeln genannt hat. Er hat schon als Bischof ein Buch über Sexualität in der Ehe geschrieben, Liebe und Verantwortung. Und hat dann, als er Papst wurde, 1978, hat er ein Jahr später mit diesen weltberühmten Katechesen angefangen, Theologie des Leibes. Und aus meiner Sicht ist das, es ist natürlich zu umfangreich, da viel zu sagen. Und ich glaube, wir haben es bis heute noch nicht alle begriffen, was das alles beinhaltet. Aber man kann sicher so viel sagen, es ist eine moderne, ganzheitliche Deutung des christlichen Menschenbildes, die er da zu Wege gebracht hat in seiner sich schenkenden und leibfreundlichen Dimension. Also wenn man das hört, was wir hier so einen ganzen Nachmittag präsentiert bekommen haben, es ist hier ein positives Bild auf Sexualität und zwar eingebettet in die ganze Dimension des Menschen, in Körper, Seele und Geist. Und die Berufung des Menschen zur Liebe war eigentlich sein Thema. Aber eben, er hat letztlich gesagt, erst am Du reife ich zum wahren Ich und Liebe muss eben, um nicht egoistisch zu sein, auf den anderen ausgerichtet sein. Und ich finde es großartig, dass man langsam erkennt, ich glaube, das ist ein großer Schatz, der noch nicht richtig gehoben wurde. Und ich finde es großartig, dass jetzt in Heiligkreuz dieser Studiengang Leib, Bindung, Identität angeboten wird, dass es auch Erzieher gibt, die das verinnerlichen und auch Kindern und Jugendlichen beibringen können. Und ich glaube, dass es auch junge Erwachsenenkurse gibt. Also das ist ein Thema, was eigentlich noch richtig zur Blüte kommen wird. Und ich finde es eigentlich erstaunlich und großartig, dass man schon in den 90er Jahren, als diese Bücher entwickelt wurden, dass man da schon ein Auge darauf gehabt hat und schon den Wert dieser Katechesen erkannt hat. Ja, was ist das Ergebnis dieser Pädagogik? Also ich sage noch mal ganz kurz die Punkte, weil ich sie so wichtig finde. Man hat eine christliche und universelle Anthropologie noch mal formuliert, die positive Psychologie einbezogen, den Bedürfnisaufschub, die Sinnorientierung und die Anthropologie der Liebe. Und daraus hat man eine Pädagogik der integrierten Persönlichkeit entwickelt. Integrum heißt inneres Gleichgewicht. In der Medizin sagt man Restitutio ad integrum, wenn ein Mensch praktisch wieder gesund wird, von einer Krankheit geheilt wird. Hier müsste man vielleicht sagen Progressio ad integrum, die Entwicklung eines inneren Gleichgewichts, das müsste das Ziel der Erziehung sein. Und wir haben es jetzt so formuliert, die Harmonisierung der körperlichen, seelischen und geistigen Dimension des Menschen führt zur reifen Persönlichkeit. Das ist das, was hier in den Büchern angeboten wird. So, jetzt möchte ich noch kurz in kurzen Zügen, ich versuche die Zeit einzuhalten, das fällt mir ein bisschen schwer, den Aufbau der Buchreihe zu beschreiben. Es gibt 13 Bücher für die gesamte Schulzeit. Idealerweise fängt man im ersten Schuljahr an und kann dann mit dem Ende der Schule enden und hat seit 2 Jahren gibt es noch das 13. Buch, was sich speziell mit dem Übergang von Schule zum Berufsleben beschäftigt, auch ein extrem wichtiger Punkt im Leben eines jungen Menschen. Die Bücher sind auf Kontinuität und Wiederholung ausgelegt. Sie sind für Kinder von 6 bis 18 Jahren und diese ganzen Dinge, die Kinder beschäftigen, kommen also in jedem Jahr in abgewandelter Form vor, und zwar so, wie es dem Alter der Kinder entspricht. Es gibt 35 Kapitel für ein Schuljahr. Also wir haben das schon ausprobiert, weil wir mal während eines Schuljahres einzelne Kapitel angeboten haben. Das passt wunderbar, auch in allen Ländern. Aber man kann aus unserer Sicht die Bücher genauso gut zu Hause in die Hand nehmen und man muss nicht warten, bis sie in die Schulen kommen. Das wird sicher ein längerer Weg werden. Man kann auch als Eltern abends mal Kapitel durchgehen, weil sie eine wunderbare Möglichkeit sind, mit Kindern ins Gespräch zu kommen.
Das Ganze ist eine Fortsetzungsgeschichte aus der Perspektive von Kindern geschrieben. Die Protagonisten sind Laura und Tim, das sind Cousine und Cousin, die mit den Kindern durch die ganze Schulzeit gehen. Wer also die ganzen Bücher liest, der wird mit den Kindern praktisch groß. Und das Schöne ist, die sind zwar aus der Perspektive von Kindern geschrieben, aber sie erläutern immer auch die Perspektive der Eltern und der Lehrer und werben auch dafür, dass Kinder verstehen, warum Eltern so handeln. Also Eltern oktroyieren den Kindern nicht einfach irgendwas auf oder die Lehrer, sondern es wird eigentlich immer erklärt, damit Kinder auch verstehen können, warum sie was tun müssen. Was, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung ist. Es gibt drei Erzählebenen. Die erste Erzählebene ist die, wo ich gerade von gesprochen habe, die Geschichten aus dem Leben der Kinder, wo alles drin vorkommt, was Kinder beschäftigt. Also das hat mich sehr berührt, weil das alles Themen waren, die sowohl ich in meiner Kindheit erlebt habe, als auch ich mit meinen Kindern wieder erlebt habe. Das ist also wirklich sehr, sehr schön und da können alle Probleme besprochen werden. Die zweite Ebene sind Fabeln und Gleichnisse. Unsere Autorin sagt immer, unser Herr hat auch immer in Gleichnissen gesprochen. Das finde ich sehr schön, weil das eigentlich immer so eine menschliche Ebene ist, Dinge verständlich zu machen. Und es gibt wunderbare Fabeln, die alle, zum Teil auch auf Aesop noch gründen, der antike griechische Dichter, eigentlich das europäische Fabelwesen begründet hat. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Fabel über die Sanftmut. Und wenn man das einmal gelesen hat, sowas vergisst man nie. Und das ist eigentlich aus dem Kulturschatz der Menschheit. Und schön, dass Kindern sowas noch vermittelt. Die dritte Ebene sind Sachthemen. Das ist genauso schön, weil da Persönlichkeiten aus der Vergangenheit praktisch den Kindern nahegebracht werden. Zum Beispiel, das fängt an beim Mahatma Gandhi und endet bei Alexander Fleming, der das Penicillin erfunden hat. Es werden also immer passend zu den Themen, die in den Büchern vorkommen, werden auch berühmte Persönlichkeiten dargestellt. Und zwar aus dem Kontext ihrer Zeit. Es ist ja heute leider so, dass alles schlecht gemacht wird, was früher war. Aber wenn man mal den Blick aus dem jeweiligen kulturellen Hintergrund dazu hat, ist es eigentlich sehr lehrreich und man sollte diesen Schatz der Menschheit eigentlich auch nicht vergessen und weitergeben. Als letztes gibt es in den Büchern einen Übungsteil, das erwähne ich jetzt hier nochmal besonders zur Vertiefung und Lernzielkontrolle. Ich habe eben von den digitalen Büchern gesprochen. Die digitalen Bücher sind besonders in diesem Teil so stark, weil wir haben ein interaktives Lernsystem ausgesucht, wo der Lehrer also praktisch immer aktuelle kleine Filme und sowas einspielen kann oder auch Situationen, die auf den kulturellen Raum des jeweiligen Landes abgestimmt sind. Die Bücher sind in Südamerika entstanden, haben zum Teil einen stark amerikanischen Hintergrund. Und das ist aber dann positiv, wenn man das vergleicht mit dem, was in dem jeweiligen Land ist oder bei uns eben in dem Fall im deutschsprachigen Raum. Und wir wissen auch alle, wie schnell Schulbücher mittlerweile veraltet sind. Viele Kinder lernen ja noch mit 20, 30 Jahre alten Büchern. Und das Wissen ist natürlich heute oder diese Wissensvermittlung entwickelt sich heute so schnell, dass es eben sehr gut ist, dass ein Lehrer da auch individuell anpassen kann. Ja, was macht die Bücher so wertvoll? Kindlicher Eifer wird früh genutzt. Kinder wollen gut sein, sie wollen wichtig sein und ein Teil der Gemeinschaft. Und gerade die kleinen Bücher sind sehr schön. Die sind noch sehr einfach geschrieben, weil Kinder natürlich noch nicht diese Lesefähigkeit haben und Schreibfähigkeit. Aber es wird ihnen ganz früh schon gezeigt, wie wichtig sie sind und wie sie helfen können in der Familie und wie sie auch anerkannter Teil in der Familie sind und wie sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. Themen sind altersgerecht aufbereitet. Das ist auch sehr wichtig. Das haben wir auch bei der Sexualität gesehen. Sie sind sonst vom Verständnis gar nicht für die Kinder annehmbar. Sie sind kontinuierlich und repetitiv. Übung macht den Meister, das ist klar. Wir haben ja oft in der Erziehung, also ich habe immer gedacht, man kann dies eigentlich nie. Man muss ja als Eltern Sachen tausendmal sagen und so kommen die eben auch in 13 Büchern immer wieder vor, aber eben immer angepasst auf das Alter. Und man ist dann erstaunt, wenn die Kinder groß sind, wie viel eigentlich hängen bleibt. Und der letzte Punkt, das hatte ich auch schon mal angedeutet, sie sind religionsneutral geschrieben. Frau Vollmer, unsere Autorin, sagt dazu, wir freuen uns über die außerordentliche Akzeptanz, die dieser Lehrplan erhalten hat. Und ich denke, das kann auf den religionsneutralen Ansatz zurückgeführt werden.
Obwohl er auf einer soliden christlichen Anthropologie basiert, bietet sich dieser Lehrplan in ganz alltäglichen Begriffen an. Ja, wir wissen natürlich heute, der Ethikunterricht drängt in die Schulen. Das ist auch gut so. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und wir können eigentlich nur religionsübergreifend versuchen, Werte gemeinsam zu vermitteln und Kindern weiterzugeben. Und für das andere ist sicherlich zunächst erstmal das Elternhaus zuständig. Was ist noch so wertvoll? Scheitern wird als Chance erkannt. Das ist resilienzfördernd. Da haben wir auch drüber gesprochen bei den Grundlagen. Und positive und negative Emotionen werden zugelassen, verstanden und besprochen. Auch das ist wichtig, dass das also dass Kinder auch reflektieren können, warum was wie entsteht. Weil die Emotionen sollen nicht das Handeln bestimmen, sondern sollen nicht den Verstand bestimmen und das Handeln, sondern der Verstand soll die Emotionen beherrschen. Und deswegen muss das eben auch gelernt und eingeübt werden. Weiter wichtig, ein positives Vaterbild, männliche Vorbilder. Wir haben davon gesprochen, Also die natürliche Familie ist sicher aus unserer Sicht eine wichtige Grundlage für die Vermittlung von Werten. Väter sind heute aus der Erziehung leider weitestgehend verschwunden. Das weiß man, das hat man auch thematisiert. Kinder brauchen aber auch männliche. Sie brauchen sowohl die Mutter als auch den Vater. Da sind wir von überzeugt. Der Vater wird positiv dargestellt und ist vor allen Dingen vorhanden. Und man weiß aus Umfragen auch von Kindern, zum Beispiel in Südamerika in Slums aufgewachsen sind, dass sie gesagt haben, an diesem Vater, der eigentlich so ein sympathischer und wirklich so ein guter Vater war, der auch uns weise geführt hat, haben wir eigentlich unser Vaterbild entwickeln können. Dann die Stärkung autonomer Handlungsweisen und Erziehung zur Verantwortung. Ja, ein Kind soll in ein Gemeinwesen hereinwachsen und soll wissen, warum es was macht und natürlich selbstständig handeln und nicht der Automat von irgendwelchen Anweisungen sein. Das ist, glaube ich, auch für demokratiefähig eine Fähigkeit und ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der einfach ausbildet und der auch geübt werden muss. Und da fängt man schon sehr früh an in der Schule. Da gibt es einige, so in jedem ein Kapitel zu, was das beinhaltet. Ich habe noch was vergessen. Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Aufbau der Buchreihe. Ich habe hinter den Sachthemen kam noch die Aufteilung der einzelnen Bilder. Das möchte ich hier noch mal erwähnen, weil wir natürlich heute schwerpunktmäßig über Sexualität sprechen. Aus unserer Sicht ist Sexualität eine Komponente der Gesamtentwicklung der Persönlichkeit. Und nur eine starke Persönlichkeit kann auch zu einer integren Sexualität finden. In den Büchern ist das so, dass von 7 bis 8 Einheiten ungefähr im Schnitt, in jedem Buch kommt in einer Einheit das Thema Sexualität vor. Und es sind also immer 5 Kapitel, die sich damit befassen. Und das fängt also im ersten Buch damit an, dass es darum geht, dass ein Baby geboren wird und alles drumherum beschrieben wird. Später kommt Genetik dazu, Pubertät, alles, was ein Kind betrifft. Und das sind immer ungefähr 14%, wenn man es jetzt mal in Zahlen ausdrücken will, was also in diesen Büchern Sexualität ist. Aber das eben mal 13. Und ich glaube, dass Sexualität oder Sexualerziehung so eingebettet in eine Buchreihe ausgesprochen sinnvoll ist, weil wir einfach nicht das eine allein entwickeln können. Wenn ich zum Beispiel wie in der Pädagogik der Vielfalt Kinder schon mit grenzübergreifenden Inhalten konfrontiere, die sie noch gar nicht verarbeiten können, ist das so, als würde man ein Kind in ein dickes Auto setzen und sagen, fahr jetzt mal los. Das ist einfach nicht angemessen, um das mal mit dem Hausverstand zu sagen. Ich habe jetzt bin am Ende meiner Sache angekommen, möchte noch mal kurz darauf eingehen, was gute Sexualpädagogik ausmacht und woran Eltern das erkennen können. Ich habe das in Anlehnung an die entwicklungssensiblen Sexualpädagogik von Regula Lehmann und Phil Pöschel, der ja gleich noch kommt, die haben auch schon mal so eine Liste aufgeführt, aber so ein bisschen auf unsere Bücher bezogen. Gute Sexualpädagogik ist Grenzen wahrend und nicht schamverletzend, ist heute auch öfter rausgekommen. Die Inhalte sind alterssensibel und respektvoll. Und da geht es auch um die Sprache. Die Sprache muss respektvoll sein. Ich muss Achtung vor dem eigenen Körper haben und auch vor dem Körper des anderen. Und da ist Sprache ganz entscheidend. Wir wissen, nicht umsonst wollen die Gender-Theorien
Theoretiker mit der Sprache die Gesellschaft verändern. Und da muss man aufpassen. Und das ist hier ausgesprochen so formuliert, dass es in der Achtung vor Menschen geschieht. Sexualität im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich eben schon angedeutet. Man kann Kinder nicht mit Erwachseneninhalten konfrontieren. Und sie ist bindungs- und erziehungsorientiert. Wir alle wissen, dass sich alles darum dreht, dass die zu den Eltern gut sein muss, um Kindern ein gutes Fundament mitzugeben. Und das wird auch weitergegeben in der Beziehung später, in der Liebesfähigkeit zum Partner. Die natürliche Familie wird als positive Ressource gesehen. Ich habe das schon angedeutet. Wir finden das wichtig, dass sowohl Vater- als auch Mutterbild in der Familie vorhanden sind und Kindern auch Werte mitgeben und auch, dass diese Komplementarität, die ist einfach dem Menschen eingeschrieben und die sollte auch erstmal vermittelt werden. Fruchtbarkeit ist ein Wert und kein Makel. Das ist heute leider auch überhaupt nicht mehr gegeben. Selbst bei Leuten, wo man denkt, die hätten eigentlich ein Verständnis dafür, wird es zum Beispiel das Abtreibungsthema, wird überhaupt nicht mehr als Problem empfunden. Und das ist in diesen Büchern ausgesprochen schön zu sehen, wie der Wert des Menschen nicht nur am Anfang, auch am Ende, wie eigentlich generell der Lebensschutz in den Vordergrund gestellt wird. Die Bücher sind die Sexualerziehung ist leibfreundlich und lebensbejahend und die Liebesfähigkeit wird durch Identitätsbildung gefördert. Das ist also das, was Tabea Freitag auch sagte mit ihrem zweiten Turm. Der Mensch muss sich als Persönlichkeit entwickeln, sich selbst annehmen und auch mit sich allein Ja zu sich selber sagen, um auch den anderen annehmen zu können. Und hiermit möchte ich jetzt schließen. Ich glaube, das ist ziemlich viel nach all dem, was schon gelaufen ist. Ich möchte danken dafür, dass wir das noch kurz vorstellen konnten und möchte auf unsere Webseite verweisen. Wir haben unseren aktuellen Flyer, den ich jetzt, weiß nicht, ob wir nochmal gesehen werden können. Der ist da runterzuladen, man sich die Bücher im Einzelnen angucken, die 7 Stück, die wir bis jetzt haben. Wir haben also Grundschule und Unterstufe der weiterführenden Schulen können wir jetzt bedienen mit unseren Büchern. Ja, danke schön. Ich möchte das nochmal zeigen. Diesen Flyer kann man also auf unserer Webseite runterladen und kann sich auch nochmal mit den Inhalten der einzelnen Bücher beschäftigen. Zum Beispiel ist Band 7, Freundschaft ist nach Ansicht der Autorin, Band 6, ist eigentlich die Vorbereitung auch für eine Ehe später, also für die Fähigkeit, eine Partnerschaft einzugehen, was sicherlich eine Grundfähigkeit ist, die der Mensch lernen muss, um glücklich zu werden. Ja, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle schließen und weitergeben erstmal an Hedwig und ich denke dann an Phil.